gleich. Gut, dann dachte er, wie Sie vielleicht sehen können, hier. Ja. Und auch hier auf der anderen Seite wurden mir meine Vorderreifen geklaut. Oha. Und jetzt möchte ich natürlich Anzeige gegen Unbekannt machen. Und ich möchte bitte, dass Sie meine Reifen wiederfinden. Ich glaube, ich habe den Täter schon. Das war bestimmt der Stein, der ihn in die Folge vorgenommen hat. Wer? Der Stein, der ihn in die Vorfahrt genommen hat. Nein, nein. Sie nehmen mich nicht ernst. Sie wurden wirklich geklaut am Marktplatz. Geklaut am Marktplatz. Ja, schauen Sie doch. Da fehlt der ganze Reifen. Da müssen Sie sich an die Einheiten am Marktplatz wenden. Ich warte gerade nur darauf, dass ich größeres Kaliber bekomme. Es ist sehr schade, dass Sie mir da nicht weiterhelfen können. Was ist mit Ihrem Kollege dort hinten? Der ist... Ja, wo ist der? Warten Sie. Der ist am Marktplatz. Aber wie gesagt, ich bin hier nur gerade am Warten. Müssen Sie das Ganze am Marktplatz machen? Die haben da den Täter bestimmt vor Ort schon eingeknastet. Ne, ich kann ja nun leider nicht zum Marktplatz hinfahren, da mir die Vorderreifen fehlen, weil sie ja geklaut wurden. Warten Sie, ich gebe Ihnen einen Ersatz. Entweder Sie nehmen das hier. Oder Sie kriegen zwei Reifen von mir. Ne, ich möchte meine alten Reifen wieder haben. Die haben richtig viel Geld gekostet. Die habe ich mir gerade von meinem Ersparten gekauft. Darf ich mir das ausleihen hier? Ja, dürfen Sie. Dankeschön. Aber schleppen Sie es ab, wenn Sie es nicht mehr brauchen, bitte. Werde ich tun. So. Guten Tag, der Herr. Gut. Darf ich fragen, warum Sie mit einem Ihr Kollege hat mir dieses Fahrzeug ausgeliehen. Wuppe funktioniert. Mein Kollege, sagen, wie heißt denn der, wenn ich fragen darf? Rainer Zement müsste das sein. Vornamen Kavalaku. Ich habe nämlich ein großes Problem und die sind ja eine Kavalereinheit, nehme ich an. Sie müssen mir unbedingt helfen. Ich bin eine Marktplatz-Einheit, aber ja. Meine ich ja. Und zwar, wo ist eine Person, die entweder noch hier vorhanden ist am Marktplatz oder schon geflüchtet ist, hat meine Vorderreifen geklaut. Ich habe vorne jetzt keine Reifen mehr, mein Fahrzeug steht am Kavalahaku und ich komme da jetzt nicht mehr weg. Deswegen habe ich mir das Fahrzeug hier ausgeliehen. Und ich möchte bitte, dass Sie, also ich möchte gerne Anzeige gegen Unbekannt machen. Und Sie sollen bitte meine Reifen wiederfinden. Ja, okay. Welche Reifen von welcher Marke waren denn die, damit ich das mal weiß? Soweit ich weiß, waren die von Michelin. Ah, okay. Und, ja genau, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie nicht wissen wer, also Anzeige gegen Unbekannt. Die waren sehr, sehr teuer. Ich habe sie mir gerade erst von meinem Ersparten gekauft, deswegen möchte ich auch nicht irgendwelche Ersatzreifen. Ich möchte genau diese Reifen. Ja, das verstehe ich. Und haben Sie irgendwie ein Fahrzeug gesehen, wo die Reifen eingelagert wurden oder gar nichts? Ich habe eine Person gesehen, aber ich kann sie nicht beschreiben. Also ist wirklich, ich kann mich nicht gut daran erinnern. Es ging alles so schnell, wissen das Sie? Das wird schwierig. Ja, ja. Aber meinen Sie nicht, guck mal hier in so einen großen Rucksack da vorne, passen da nicht zwei Reifen rein? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dafür sind die Reifen so groß. Morgen, die Männer. Morgen. Morgen, der Herr. Morgen. Ich glaube kaum, dass zwei so große Reifen
kompletten Rucksack reinpassen. Ich glaube, da muss ich mal ein paar Fahrzeuge dann anhalten und nachschauen. Wann meinst du denn, werde ich meine Reifen wieder haben? Ja, das ist schwierig. Die Person könnte natürlich auch schon längst aus Kavala geflohen sein, aber ich werde natürlich meine Augen offen halten und werde das auch an die Kollegen weitergeben. Kann ich Ihnen da irgendwie bei den Ermittlungen helfen? Sie können natürlich erstmal hier am Marktplatz die Augen offen halten und meinem Kollegen, der hier irgendwo rumschwirren musste, Bescheid geben. Ja, da vorne am Marktplatz läuft er. Ich werde mich jetzt dann da vorne erstmal Richtung Ausgang Kavala hinstellen und werde dann die Fahrzeuge kontrollieren, die hier raus wollen oder auch rein wollen. Das klingt gut. Auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Hilfe und werde ich wahrscheinlich Ihrem Kollegen Bescheid geben und dann erstmal Ersatzreifen nehmen müssen, bis das geklärt ist. Ja, der spannert uns jetzt gerade hier über die Mauer. Da können wir mal sich umdrehen, können wir schon mal. Ach, dann hat er ja schon alles mitbekommen, der Herr Kollege. Nicht wahr, der Herr Kollege von dem Polizist? Sie wissen Bescheid über meine Reifen? Natürlich. Die wurden geklaut. Der Herr, Ihr Auto ist offen, das sehe ich gerade. Das werden Sie auf jeden Fall nicht ausnutzen, okay? Natürlich nicht, aber ich wollte es nur sagen. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Herr Oberwachtmeister, soll ich das Fahrzeug wieder zu Ihrem Kollegen zurückbringen, zum Haku? Er hat mir die Erlaubnis erteilt, das zu fahren. Och Nils, bleib doch mal stehen. Ja, dann machen wir es. Dann mache ich das. Auf Wiedersehen. Da rutscht mal runter und ich springe runter. Ja, aber wenn ich rutsche, dann fliege ich so weit weg immer, Mensch. Reifendiebstahl, das ist gut, lieber. Vielen Dank, Mensch. Achso, für den Zeitpunkt. Ich habe Ihnen Ihr Fahrzeug wieder hergebracht, der Herr. Ja, vielen Dank. Ich werde jetzt leider erstmal Ersatzreifen nehmen müssen. Die Kollegen am Marktplatz werden sich aber darum kümmern und alle Autos durchsuchen. Kavala verlassen. Okay. Dann nochmal vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vor euch ja, kein Problem. Tschüss. Guten Tag, ich habe gehört, Sie haben meine Reifen gefunden. Jo, der Herr hier hatte sie in seinem Lagerraum von seinem Fahrzeug drin. Ne? Die Suche ging schneller, als wir gedacht haben und Sie können hier mal kurz rüberlagern, wenn Sie uns da helfen. Das mache ich sehr gerne. Aber warum haben Sie denn meine Reifen genommen, der Herr? Ich habe nichts genommen. Ich wurde mir dann reingelegt. Jetzt scheiden Sie doch aber nicht ab. Wir haben sie ja gefunden bei Ihnen. Na dann. Ich bin neu. Ja, wir vermuten mal, dass der Herr, der die Reifen geklaut hat, damit doch keine Verwendung gefunden hat und sie dann einfach beim nächstgelegenen Ort abgelegen hat und das war dann wohl sein Offroad da hinten auf der Ladefläche. Na dann trotzdem vielen Dank, dass Sie das gefunden haben. Dann werden wir die mal eben anbringen, würde ich sagen, ne? Ja, kommen Sie mit zum Offroad da hinten auf der Ladefläche, liegen Sie noch drauf. Ich werde da mein Auto hinfahren. Fokker? Ich hab nicht gedacht, dass die Feuerwehr auch Taxi-Service ist. Ey! Das dauert noch ein bisschen, dann müssen Sie erstmal noch mal ein bisschen arbeiten gehen. So, hier hinten sind Sie drauf. Schließen Sie mal bitte noch mal kurz das Auto auf. Ah, Tatsache. Ah, das scheint wohl wirklich meine zu sein. So, den einen kann ich schon mal nehmen. Dann nehme ich eben den anderen. So, ich habe ihn bei Ihnen auch mal jetzt hinten in den Kofferraum reingelegt, das passt gerade so noch rein. Jo, dann werde ich das bei uns bei der Werkstatt wieder umbauen. Alles klar.
Aber sehr schöne Reifen haben sich da ausgesucht, wirklich toll. Ja, die waren auch sehr, sehr teuer. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Dienst und wenn irgendwas sein sollte, können Sie gerne wiederkommen. Mach ich. Und nochmal vielen, vielen lieben Dank. Auf Wiedersehen. Gerne. Jo, ciao. So, dann können Sie jetzt auch weiterfahren. Hat sich das ja erledigt.